ja schon alles. Ach, guck mal. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter, schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen! Okay. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Blake, was soll das? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Das reicht. Er will mehr. Lassen immer Sie mehr, ihn in Ruhe. Nicht wahr? Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Die Stimmen quälten Sie die ganze Carter, Nacht Scheiße. Lang. Sie wollten Haben Sie nur, den dass Verstand Sie aufhören. Verloren? Nicht wahr, Nathaniel? Stopp! Stopp! Das reicht! Sie gehorchten, damit Sie aufhören. Sie haben den Jungen entführt und ertränkt. War es nicht so? Nein. Nein! Stopp! Stopp! Sie haben sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein! Sie sind der Antichrist. Waffe runter, Nathaniel! Ich werde Sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, nochmal! Los! Den Antichrist tötet man doch nicht mit einem Revolver. Dafür hat er viel zu viel Macht. Antichrist, Schwachsinn! Nehmen Sie die Waffe weg! Ob er jetzt stirbt? Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Hören Sie nur auf meine Stimme. Dämon! Du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht erfahren. Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut, Nathaniel. O Allmächtiger, hilf uns im Kampf gegen das Böse. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches offenbaren und die göttliche Kraft Satan und andere böse Geister auf der Jagd nach Seelen in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Lieutenant Blake wird jetzt die Erde verlassen. In diesem Moment kehrt er ins Schattenreich zurück. Wesen der Finsternis, ich befehle dir, kehre zurück ins Reich der Schatten und gib unserem Nathaniel Frieden. Jetzt zurück, langsam. Die Waffe runter. Runter, Nathaniel. Die Hände hinter den Kopf. Umdrehen. Verdammt! Im Namen des Herrn, weiche von ihm, Satan! Okay, Spinner, die Show ist vorbei. Sie sind verhaftet. Es war verdammt cool unter diesen Umständen. Ich hätte ihn erschossen.
Ich aber nicht. Eine Waffe löst nicht jedes Problem, Blake. Eben. Vielleicht nicht, aber meistens hilft sie. Quatsch. Wobei ich sagen muss, ich habe schon ein bisschen Herzpoffern gehabt. Ich habe gerade gleich erschießt ihn, gleich erschießt ihn, gleich erschießt ihn, gleich ist es zu spät. Oh Gott, ich habe jetzt echt gedacht, ich wäre jetzt für Kackeier, ich das total, aber ich wollte einfach nicht schießen. Ich wollte diesen armen Kerl einfach nicht erschießen, ich wollte es nicht. Ich meine, okay, er hat jetzt ein bisschen Wahn gehabt, aber deswegen muss man ja nicht gleich schießen, ne? Oh, das war jetzt ein bisschen, oh Gott. Ich habe halt ein bisschen Angst, ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich passiert, dass wenn ich es falsch mache, dass die Leute dann auch sterben. Selbstkontrolle, ja. Bis jetzt ging es ja immer gut, ne? Mittwoch, 10:37 Uhr, 48:36 Uhr, Ist das irgendwie die Karte? So eine Karte, wo die sein könnten gerade? So, ja, keine Ahnung. Ich muss die Beine strecken. Ja, ich glaube, ich hatte aber einen schönen Oldtimer, ne? Hallo, gehst du mal da hoch? Ist da jemand? Oder ist Baby? Keine Antwort. Ein Baby schreit drin. Kein guter Anfang. Das hört irgendwie aus, als hätte ich hier, würde ich die Tür gerade rammeln, aber... Dann suchen wir halt mal einen anderen Weg da rein. Vielleicht ist hinten irgendwas. Aber das Baby schreien tut es jetzt eigentlich nicht. Ich zumindest nicht. Okay, jetzt höre ich's. Mrs. Bowles? Jemand da? Okay. Oh, mein Gott. Aber ich kann nicht mehr. Kümmern Sie sich um mein Baby. Oh mein Gott. Moment. Hallo, kleiner Engel. Na? Suchst du deine Mama? Ja, du hättest nicht wirklich ihr Kind einfach allein gelassen, oder was? Ernsthaft? Mrs. Bowles? Mrs. Bowles, sind Sie da? Und nochmal. Oh, mit Schmack ist jetzt! Oh, Scheiße! Jo, die ist nicht mehr da. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Aufwachen! Na bitte. Ob die ihn überhaupt noch... Also sie scheint nur am Leben zu sein. Sonst hätte sie nicht einfach wieder... Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Dass sich überhaupt helfen lässt, ist schon ein Wunder, also... Die Hände waschen, erstmal wichtig, ne? Mal sehen. Ich brauche das. Und das. Und das. So, dann gehen wir mal wieder zurück zu ihr. Wenn das Baby sich immer noch die Seele aus dem Leib schreit.
Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf sie auf. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Können Sie mich hören? Wach bleiben. Okay, gut. Ja. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schau nach dem Baby. Okay? Können Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Entschuldigung. Sie heißt Emily. Okay. So. Was soll ich denn mal packen? Ja, okay. Sehr. Ja, komm. Erstmal Hände waschen. Nochmal. Ich hab mich grad so. Ja, gleich, kleines Mäuschen, gleich. Ich weiß nicht, wie ich wasche. Ich wasche. Nicht die Flasche? Gut, muss ich die Flasche. So, jetzt. Hallo, Emily. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Okay. Wie ging das nochmal? Süß. Oh Gott. Wie viele Finger muss man denn hier in den Spiel haben? Oh Mann, das ist ja völlig falsch. Okay. Von vorn. Da brauchst du 50.000 Finger, nur fürs. Jetzt aber. Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Die Kleine hat Hunger. So. Ja. Da geht einem das Mama-Herz. Ich mach das Ding mal lieber warm. Zack. Wir warten. Wir warten. Zack. Na komm, nimm sie doch. Also das Babyschreien haben sie echt gut hingekriegt. Hat sie voll die großen. Oh, Kranken. Emily, hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger, dann kannst du trinken. Okay. So. Der Daddy-Detektiv. Ich habe eine wirklich Hunger gehabt hier. Das glaube ich. Na komm schon. Und jetzt reihe ich eben den Trenchcoat voll. Verdammt. Ah, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Das ist so.
Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Okay. Das ist voll süß. So. Na komm. Da ratzt das Baby auch schon. Batz, voll Pam. Leise. Hoffentlich lebt jetzt die Mutter noch. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Wahrscheinlich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Nein. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. So, dann wollen wir wieder ins Wohnzimmer zu der Emily, die pennt gerade. Ohne Schnulli. Nuller die einfach hier weg. In der Kommode. Der Kommode. Ah, da. Da rapst das Baby ein vor sich hin. Viel Glück, Emily. Pass auf deine Mama auf. So süß. Okay, die trinkt auch ziemlich viel, habe ich gesehen. Können wir mit dir jetzt nochmal quatschen oder so? Oder können wir jetzt nochmal was machen? Oder müssen wir jetzt einfach gehen? Ich gehe jetzt nochmal zu der Ollen. Die ratzt jetzt aber auch. Okay, ratzen jetzt beide. Falls einige nicht wissen, was Ratzen bedeutet, dann schlafen, ne? Das sind ja welche, die wissen das nicht. Okay, dann gehen wir mal. Ich weiß nicht, ob das gut war, dass wir jetzt die Feuertür rausgehen, aber egal.